Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Ich bin mal ein bisschen hier durch die Gegend gelatscht und habe ein paar neue Quests eingesammelt. Und dabei habe ich alle Bärenpelze gesammelt und das bringen wir jetzt als allererstes mal zurück. Na komm. Mal gucken, was wir da für eine Belohnung bekommen. Kommst du auf mich zugelaufen? Willst du was von mir? Nein. Hier wird nicht rumgetrödelt. Gut. Wo steht Tembade? Da oben. Oh, da will ich nicht entlang. Wollen wir doch mal schauen, was wir jetzt Schönes bekommen. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Ah, hier sind 10 Bärenpelze, wie ihr verlangt habt. Schön, endlich mal jemanden zu treffen, der einfache Anweisungen befolgen kann. Ja. Hier ist eure versprochene Belohnung. Nun muss ich aber wieder zurück an die Arbeit. Eisenkriegsaxt der Funken, sehr schön. Wenn sich die Gelegenheit bietet, könntet ihr noch ein paar Bären für mich töten? Soll ich noch wer? Freunde wie ihr sind schwer zu finden und ich schätze sie sehr. Ich werde die Pelze... Mein Geschäft, hätte ich nicht alles Gold in meine Mühle gesteckt, dann doch nicht. Wäre ich schon längst... Wie gesagt, wir haben so viel hier. Ja. Wir werden jetzt erstmal... Wir haben nämlich hier in Markert gerade eben ganz schön viele Quests gekriegt. Ich habe mein Kopfgeld bezahlt, damit ich da endlich mal hingehen kann. Und wir sollen den Anführer von Aussichtspunkt von Drachenbrücke töten. Dann gucken wir doch mal, wo das ist. Okay, da waren wir bisher noch nicht. Aber ich werde mal zu diesem Lager reisen und dorthin laufen. Ist jetzt noch nicht so tragisch, dass wir da noch nicht waren. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, sagt ihnen, oh, sie hallo. Werft einen Blick darauf. Oh, Quartiermeist. Nee, möchte ich nicht. Danke. Oh, hier war mal ein Haus. Okay, Eisenerz, hallo. da war mal ein Haus. Ich will da mal gucken. Vielleicht gibt es da ja was Schönes zu finden. Na komm, werd fertig. Und jetzt. Sehr schön. Ah, da. Ja, tatsächlich eine Truhe. Gesegneter kaiserlicher Bogen. Sehr schön. Okay. Machen wir uns mal weiter auf den Weg. Hier könnte ich Lehm sammeln. Brauche ich jetzt aber nicht. Außerdem haben wir eine Lehmgrube bei unserem Haus, was wir bauen. Haus Seeblick. Ich weiß gar nicht, ob ich in den anderen... Fürstentümern, wo man kein Haus kaufen kann, sich auch ein Haus bauen kann. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber würde mich auch echt mal interessieren, ob das geht oder nicht geht. Weil wenn ja, dann haben wir mit Häuserbauen ja noch einiges zu tun, würde ich mal so behaupten. Ich meine, ich muss nicht darüber, aber das sieht so interessant aus hier. Geil. Das sieht richtig gut aus. Gut. Über den Fluss wieder rüber kann ich jederzeit. Fuchs lasse ich in Ruhe, der hat mir nichts getan. Weiß, ich habe auch schon mal so ein Tier ohne Grund getötet. Aber jetzt gerade nicht. Im Moment bin ich in friedlicher Laune. Der Tag ist schön. Die Musik ist friedlich im Hintergrund. Also, warum sollte ich denn hier irgendwie handkräftig werden oder so? Oh, Nierenwurz. Sehr schön. Das ist auch noch eins. Ich will jetzt nicht extra hin. Und noch mehr Eisenerz. Sehr schön. Das brauchen wir. Definitiv. Mit Eisen man sehr viel im Haus bauen kann.
Und wie gesagt, oder wie schon mal angekündigt, würde ich gerne irgendwann mal einfach nur eine Folge machen, wo ich mein Haus baue. Oh, der Bären habe ich jetzt nicht gefunden. Ja, aber du bist auch schon hinüber. Sehr gut, so musst du es. Hauptsache, ich bekomme meine Pfeile wieder. Sag ich dabei. Wacholder, Wacholder. So, hier drüben irgendwie. Okay. Vorne ist die Brücke. Und hier ist der Ort. Drachenbrücke. Ich will mal gucken, ob ich hier noch ein paar Leute treffe, denen noch ein bisschen was an Quests rausgezählen kann. Da ist im Moment abgeschlossen, da würde ich nichts bekommen. Wie sieht das hier oben aus? Das dürfte die Schenke sein. Vier Schilde, das sieht gut aus. Ich hoffe, dass ich irgendwann meine eigene Taverne... Feider zeigt mir, wie man eine Taverne führt. Wer sich an die Gesetze okay, hält, wird in Drachenbrücke keine Probleme bekommen. Feider. Ich heiße Feider, ich betreibe... Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern okay. kann, sodass man ganz anders aber aussieht. Auch nicht. Könnt ihr das glauben? Irgendwie... Bis dann. Damit es sich wenigstens gelohnt hat, nur mal in die Truhe gucken. Und ein bisschen was mitnehmen. Sehr schön. Gut, das war jetzt... Bei den Göttern! Ein Drache! Was? Wo? Okay, ein Drache. Komm her, Drache! Okay, da helfe ich natürlich dem Volk hier. Um mal eben den Drachen zu bekämpfen. Ich mache mich aus dem Stand. Diese Dummköpfe kämpfen wirklich. Ja, ich kämpfe wie Dummköpfe. Ah! Oh, hat er mich gefressen? Jawollo. Sehr schön. Dann mal her damit, mit deiner Seele. Ist der aber auf einmal hier auftaucht für mich. Komm, Seele, her damit. Danke. Hab hier in letzter Zeit ein paar üble Gestalten durch. Ich bin als weit. Klick das mal durch. Als ich Michelle kennenlernte, wusste ich, wo ich hingehörte. Die Kaiser. Sie haben. Das ist noch nicht alles. Aber natürlich. Ja. Ihr fragt, ob ich mir Sorgen mache? Ich gebe das durch, weil dann im Endeffekt ihr sowieso nichts bei uns kommt. Und sie heißt Ol. Ich schwöre. Und ich eigentlich nur die Quest haben möchte. Ich hoffe nur, wenn eine Seite verhindern will. Es gehört jetzt nicht zu einer Hauptquest und. Die Nachfrage war noch nie so hoch. Habt ihr schon. Ihr habt nicht Er benutzt sogar ein paar Wölfe als. Wenn ihr es. Ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt. Gut. Solange so ihr mir die Flasche Drachenhauchmehl zurückbringt. Seine Lieblingssorte. Also muss er eine davon haben. So, wer ist sie hier? Das ist unmöglich. Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Ja, ich habe die Seele aufgenommen, das ist korrekt. Gibt es hier noch irgendwelche Quests? Wer bist du? Wenn ihr ein Zimmer sucht, solltet ihr im Vier Schilde fragen. Nee, ich suche kein Zimmer. Oh, wer bist du denn? Papa sagt, dass ich zu jung bin, um im Krieg zu kämpfen. Aber ich kann trotzdem helfen. Ja, das ist aber wahrscheinlich eher richtig, dass du zu jung bist, würde ich jetzt auch mal so behaupten. Boah, geil. Habt ihr euch verlaufen? Nein. Hier haben wir nichts für Reisende oder Flüchtlinge übrig. Ja, nö, dann ist das halt eben so. Wenn ihr auf Almosen aus seid, müsst ihr sie woanders suchen. Außenposten des Penitus Oculatus.
Hallo. Ihr habt euch wohl verlaufen. Die Taverne liegt ein Stück weiter die Straße. Ja, ja, bla bla. Gut, dann gibt's hier nichts weiter und jetzt können wir unseren normalen Weg nachgehen. Drachenbrücke. Ja, das ist eine wirkliche Drachenbrücke. Denn wir müssen nach dort oben scheinbar. Also mal wieder einen Berg hinauf. Kommen wir diesen Berg hinauf? Oder muss ich außen rumlaufen? Ja, das könnte gut sein. Das könnte hier was werden. Na komm schon. Oh, jetzt spring doch hier hoch. Ja, Freunde, ihr merkt schon, heute ist ein bisschen widerspenstig. Ja, so muss das. Sehr gut, dann bist du fast da. Wir müssen weiter nach oben, nehme ich jetzt mal an. Werde ich noch nicht gewesen sein. Sonst hätte ich ja direkt dahin reisen können mit der Schnellreise. Perfekt. Jetzt aber. Okay. Dann sind wir jetzt da. Was muss ich hier machen? Töte den Anführer. Na gut. Leute, ich möchte gerne die Leiche, wo ist die? Da unten. Ja, sie ist ganz schön weit nach da unten gefallen. Okay. Ist aber nicht so weiter wild. Denn du hast abgeschworenen Pfeile dabei. Loser. Wahrscheinlich von dir. Komm hier. Ja, genau das sollte passieren. Sehr schön. Da treibt er rum. Und wusch. Oh, hängt er da fest? Scheinbar. Egal. Wir haben aber auch noch von dem Jarl eine Aufgabe bekommen, nämlich das hier. Also eins war vom Jarl und eins war von seinem Vogt. Deswegen nehmen wir jetzt mal diese Quest an uns. Wir werden mal wieder zu dem gleichen Lager der Sturmmäntel schnell reisen. Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Und werden dann zu dem laufen. Das durfte ich so mitnehmen, das ist sehr freundlich von euch. Was ist eure Geschichte? Wo ist der Turm? Da ist eine Brücke. Okay. Aber wir wollen da zu diesem Turm, Freunde, oder zu dieser Festung. Und da mal ein bisschen aufräumen, würde ich sagen. Denn da werden wieder einige Abgeschworene sein. Und nicht nur einer, wie gerade eben wahrscheinlich. Machen wir doch mal schauen. Oh mein Gott! Können wir mal ein paar rauslocken. Schleichen verbessert. Sehr schön. Da oben steht schon einer. Wie hat der mich gesehen? Meine Götter! Nein! Oh. Das ist eine Ziege. Dahinter mir wäre jetzt auch eine. Ja. Rezept. Sehr schön. Die entdeckt mich.
wer wo jetzt gleich hier rauskommt, wa? Oder nicht? Oder nicht? Wohl eher. Kommst du dann wieder da raus? Da ist jemand. Stehen. Und du? Bleib stehen. Sehr gut, so muss das nämlich. Oh, der hat direkt die alten Nordpfeile ausgerüstet. Du? Nicht bewegen. Sehr gut. Oh, der Fall ist noch hier unten geblieben. Oh, wollte ich gar nicht. Und rein da in die Bruchturmschanze. Aua. Ja, was war das denn nur? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was das war. Ja, komm, gehen wir da unten hin. Da war vermutlich nichts. Doch. Da war vermutlich nichts, sagt's. Ah, herrlich. Orkische Pfeile. Uiuiui, das sind aber hochwertige Pfeile. Aber das stört mich nicht im geringsten, das finde ich sogar ganz gut, weil irgendwann stärkeren Gegnern können wir dann nochmal bessere Pfeile benutzen und nicht nur die, die wir jetzt gerade ausgerüstet haben, weil, naja, der alte Nordpfeile ist zwar schön, dass wir so viel davon haben, aber die sind halt doch recht schwach. Okay, hier ist nichts weiter. Dann gehen wir doch mal hier weiter. Was war das? Wie geil! Durch die eigene Falle gelaufen. Da. Damit selbst gekillt. Ja, das ist halt das Dumme, dass die da selber reinlaufen. Okay, hier scheint gar keiner zu sein. Finde ich gut. Also mal einen Silberring will ich gar nicht haben. Lederstreifen. Jawohl. Brauchen wir sowohl für zum Schmieden, soweit ich weiß, als auch beim Haus ein bisschen. Ich dann auch richtig informiert bin. Wie gesagt, wenn ich dann noch richtig informiert bin. Okay, Himmelsrand. Wo willst du denn hier hin? Ah, das ist die Empore hier. Okay. Magikertrank. Himmelsrand. Hier ist jemand. Sind sogar zwei Gegner. Sie wieder in ihre eigenen Fallen reingelatscht. Ah, hier geht's wieder nach oben. Aha. Und hier
Hier ist noch eine. Habe ich schon gehört. Perfekt. Riesenzeh. Okay, gibt es hier vielleicht noch was Gescheites? Ja. Tomatensuppe. Eine Tomatensuppe möchte ich gerade nicht. Vielen Dank. Noch weiter geht's hier nach oben. War noch jemand? Der konnte so ein bisschen Magie. Ein ganz klein wenig. Okay. Hallo. Bye bye. Hier unten muss ich mich gleich noch hinfallen lassen, am besten. Weil da unten ich die beiden anderen gedüdet habe. Jagdbogen, abgesprochene Fall, sehr schön. Die beiden anderen getötet habe. Bleib mal stehen. Jarl Igmund, ja, das war die Quest vom Jarl. Wir machen das hier mal gerade weg. Weil mich das dann doch ein bisschen stört, wenn das da auf dem Boden liegt. Okay. Dimensionsbrücken. Beschwörung verbessert auf 24. Eins noch irgendwo weiter, dann bekomme ich ein... dann bekomme ich ein Level-Up insgesamt. Viel helfen wird es uns nicht, da wir eigentlich, glaube ich, relativ gut aufgestellt sind und nicht wirklich was verbessern können. Hier ist gar nichts drin. Aber hier gibt es noch was Schönes, nämlich die Truhe. Jawoll. Magikertrank. Noch mehr Gold. Ja, sehr schön. Okay. Hätten wir das hier oben auch abgeschlossen. Hier unten habe ich die getötet. Einer liegt hier. Hat nichts Besonderes, Dolles dabei. Andere liegt hier. Jawohl. Sehr gut. Aber ansonsten, ich gucke jetzt nochmal auf der anderen Seite, liegt hier auch nichts weiter Interessantes? Nee. Gut. Dann kann ich jetzt Karte schnell wieder zurückreisen nach Markarth in die Festung Unterstein. Und jeweils die Kopfgelder kassieren, die darauf ausgesetzt waren. Und, was wir aber als erstes machen, wehe, der luchst uns mehr raus, der gute Kalzelmo. Ach, wo bist du jetzt schon wieder? Ach da, ich bin mit meinen Studien beschäftigt, was... Ich möchte nämlich mal gucken, Waffen. Zwergenpfeil, 188. Die Artefakte, die ich in Nechuan-Zell entdeckt habe, werden eines Tages in die Geschichte eingehen. Ja, ich bin wegen dieses Gegenstandes hier. Zwergenfall. Wirklich? Sehr gut. Darf ich mal sehen? Sicher. Hier. Hervorragend. Sehr gut.
Damit kann ich eine Reihe von Studien zur Handwerkskunst und magischen Resonanz der Dwemer abschließen. Das muss ich einfach haben. Ich zahle euch das Doppelte von dem, was es wert ist. Ja. Das könnt ihr noch besser. Damit könnte die Welt die Dwemer... Nun kommt, wo bleibt denn euer Sinn für Anstand? Ja, gut, komm. Wunderbar. Ihr habt soeben einen bedeutenden Beitrag zur Förderung der Dwemer. Gut, dann dürfte ich ja jetzt noch 187 haben. Oh. Geleistet. Weiß ich. Was? Oh, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. So, weiter geht's. Die Silberblutfamilie wird Gehör finden. Die andere Quest muss ich auch mal gerade noch ausrüsten. Der eine ist hier. Ich bin Igmunds Onkel und sein Vogt. Außerdem können wir noch eine Lieferung von Butela, das ist ein Trank, das ist nämlich so eine Trankmischerin, abgeben. Aber erstmal holen wir das Kopfgeld. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Weiß hier ich doch. Ist eure Belohnung. Und hier ist noch eine Lieferung von Butela. Oh, ja. Danke. Hier, bitte. Etwas Gold für eure Hilfe und eure Verschwiegenheit. Ich habe Briefe zu schreiben. Da. Ja, ne? Das gibt 500. Das Ding, das tötet 100. Gut, das war auch nur der eine. War nicht schwierig. So, aber jetzt müssen wir hier runter zum Jarl. Der natürlich ein Pen ist, was auch sonst. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Anführer ist tot. Ich bin beeindruckt. Die Abgeschworenen machen für gewöhnlich kurzen Prozess mit Söldnern. Aber ihr habt euch um sie gekümmert. Habt ihr noch mehr Arbeit für mich? In der Tat, eine persönliche Angelegenheit. Mein Vater starb bei dem Versuch, mit den Abgeschworenen zu verhandeln. Damals, als das noch möglich war. Sie haben seinen Schild zu diesen Hexenrabenbestien gebracht, mit denen sie im Bunde stehen. Ihr müsst ihn dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Okay. Doch seid gewarnt, das ist eine gefährliche Aufgabe. Keiner meiner Männer hat je eine Begegnung mit einem Hexenraben überlebt. Ich würde es verstehen, wenn ihr Nein sagt. Nein. Macht euch um mich keine Sorgen, ich tue es. Die Götter mögen über euch wachen. Sehr schön. Günther Rolf Diers Schild für Igmund. Ihr müsst diesen Schild um jeden Preis zurückbekommen. Oh, und Levelaufstieg. Ja, ein Magiker, hallo. Gestärkt. Okay, was anderes kann ich hier noch nicht. Schleiche 85, Schießkunst 83. Gut, da brauche ich noch ein bisschen. Danach gehe ich auf Zerstörungsmagie. Habe ich mir gedacht. So. Jetzt hätte ich gerne... diese Aufgabe weitergeführt. Die ich da gekriegt habe. Wo ist das? Hier unten. Schanze des vergessenen Tals. Wollen wir mal dahin schnell reisen? Na, wo seid ihr Abgesprochenen? Ach, das ist das hier. Der will sich so Ewigkeiten nach oben schlängeln, ne? Wo ist der Abgeschworene? Da oben steht er. Wo? Naja, egal. Soll er da oben stehen? Das ist für mich vollkommen okay. Falle. Schön. Abgeschworener. Umso schöner. Nicht mit mir, Freundchen.
Okay, durchsuchen wir erstmal ihn hier. Und den Nord, oh, der tut mir ja ein bisschen leid. Und da oben steht jetzt die andere Watschetante da. Du wirst runtergefallen sein, nehme ich mal an. Jo. Ist sie. Nord hatte noch Gold dabei, das nehmen wir ihm ab. Er ist tot, er braucht das ohnehin nicht mehr, würde ich jetzt mal so behaupten. Nein. Oh, da habe ich tatsächlich den Schallquadrat aktiviert. Upsala. Den habe ich ja mal gar nicht gesehen. Dass man sowas nochmal übersieht. Aber wie dem auch sei, die heutige Folge ist zu Ende. Das nächste Mal werden wir weiter nach dem Schild suchen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und lasst vielleicht ein Abo da. Und ich würde einfach so sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.